Artikelnummer SCP-087. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-087 befindet sich auf dem Campus der Redigiert. Der Zugang zu SCP-087 ist aus Bewährungsstahl gebaut und besitzt einen elektrischen Verschlussmechanismus. Der Eingang zu SCP-087 wurde als Besenkammer getarnt, dessen Aussehen dem Stil des Gebäudes entspricht. Das Türschloss öffnet sich nur, falls Volt angelegt werden und gleichzeitig der Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Das Innere der Tür ist mit einer Fütterung aus 6 cm dickem Hartschaum versehen. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Erkundung, siehe Dokument 087 Römisch 4, ist keinem Personal der Zutritt zu SCP-087 erlaubt. Beschreibung: SCP-087 ist eine unbeleuchtete Treppe mit regelmäßigen Absätzen. Die Treppe führt in einem 38-Grad-Winkel für 13 Stufen nach unten und erreicht dann einen halbkreisförmigen Absatz. Dieser hat einen Durchmesser von etwa 3 Metern. Die Richtung der Treppe ändert sich mit jedem Absatz um 180 Grad. Das Design von SCP-087 beschränkt die Sichtweite herabsteigender Subjekte auf etwa 1,5 Absätze. Eine Lichtquelle ist erforderlich für alle Subjekte, die SCP-087 erkunden, da keine künstliche Beleuchtung oder Fenster vorhanden sind. Lichtquellen, die heller als 75 Watt sind, haben sich als ineffektiv erwiesen. SCP-087 scheint zusätzliches Licht zu absorbieren. Sowie die Berichte von Subjekten als auch Audioaufnahmen bestätigen die Existenz einer Stimme, welche an ein leidendes Kind im Alter von bis erinnert. Die Quelle dieser Hilferufe wird in etwa 200 Metern unterhalb des ersten Absatzes vermutet. Jeder Versuch, die Treppen hinabzusteigen, um dieser Quelle näher zu kommen, ist jedoch gescheitert. Die Tiefe des Abstieges, welche aus der bisher längsten Erkundung Nummer 4 berechnet wurde, übersteigt alles, was aufgrund der Gebäudestruktur oder geologischen Zusammensetzung der Umgebung möglich sein sollte. Es ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt, ob SCP-087 einen Endpunkt besitzt. Es gab bisher 4 von D-Klasse-Mitarbeitern durchgeführte Erkundungsmissionen in SCP-087. Jedes der erkundeten Subjekte ist dabei SCP-087-1 begegnet. SCP-087-1 erscheint als ein Gesicht, welchem Pupillen, Mund und Nasenlöcher fehlen. Die Natur von SCP-087-1 ist ungeklärt, aber es wurde festgestellt, dass es nicht die Quelle des Flehens darstellt. Subjekte, die SCP-087-1 begegnen, empfinden starke Paranoia und Angst. Es ist unklar, ob diese Empfindungen als abnormal zu betrachten sind oder ob sie die einfache, natürliche Reaktion darstellen. Nachtrag: Über einen 2-wöchigen Zeitraum nach Erkundung 4 wurde von mehreren Mitarbeitern sowie von Studenten des Redigiert. Campus über ein mit variierender Frequenz auftretendes Klopfen aus dem Inneren von SCP-087 berichtet. Die Tür zu SCP-087 wurde daraufhin mit 6 cm dickem Hartschaum gefüllt. Seitdem gab es keine erneuten Berichte über Klopfgeräusche. Autorisierte Mitarbeiter können über die Dokumente 087 Römisch 1 bis 087 Römisch 4 auf die Transkripte der Erkundungsmission 1 bis 4 zugreifen.